Hallo und herzlich willkommen zu Megafon 95, das Fortuna-Format von Projekt Megafon. Ich, der Wampendribbler, heiße euch, liebe Fortuna-Talk-Freunde, herzlich willkommen. Wir haben den siebten Spieltag eingeläutet, beziehungsweise wir haben den siebten Spieltag eingetütet. Und jemand, der mit mir den Spieltag eintüten will, ist der Micha, @Cherensky auf Twitter. Hallo. So, wir wollen nicht lange fackeln, gehen wir direkt mal, was so Wichtiges vor dem Spiel passiert ist. Michael Rensing war immer noch verletzt, wurde weiterhin vertreten durch Rafa Wolf, den wir fanden in den letzten Spielen wirklich sehr gute Leistungen gezeigt hat. Es gab 5 Wechsel gegenüber zu 4, das Spiel, was so desaströs verloren wurde, also die Rotation war natürlich nach den englischen Wochen sehr stark. Micha, wie hat Friedhelm Funkel die Rotation begründet? Ja, einerseits wegen der englischen Woche, weil halt jetzt auch innerhalb der Woche das Spiel war, wollte er auch einerseits neuen Leuten, frische Leute reinbringen und andererseits nach dem Spiel gegen Fürth wollte er halt auch mal ein Zeichen setzen, so nach dem Motto, wenn ihr so eine Leistung bringt, dann seid ihr ganz schnell raus. Ich fand positiv, dass er rotiert hat, weil wenn ich mir die Elf angucke, wer gespielt hat, war das natürlich auch so ein bisschen Spieler, die ich mir gerne öfter mal gewünscht hätte, die dann plötzlich auf dem Rasen standen, wie zum Beispiel Bormuth. Ja, den haben wir ja schon seit mehreren Wochen eigentlich gefordert und jetzt kam er dann halt aus der Startelf. Spiel geht direkt los, 10. Minute, so ab der 10. Minute rum, die Anfangsphase eigentlich ziemlich ausgeglichen. Fortuna setzt aber bisher nach, die waren immer bissiger, immer einen Schritt schneller, aber es hat eigentlich so nicht viel gebracht. 5. Minute, Abseitstor bei Fortuna, war aber gut gespielt nach der Ecke. Micha, aus dem Block hinaus, wie hat man das gesehen? Ja, es war einfach Gewusel eigentlich im Strafraum. Auf jeden Fall ist der Ball dann Eihan vor die Füße gesprungen. Und das war so ein Ding, wo ich schon direkt gesehen habe, der war im Abseits, weil der kann nie im Leben so weit vorm Tor alleine stehen. Ja, der Torwart wird halt angeköpft und er pariert. Also macht er keine neue Spielsituation. Und dann stand der Fortuna-Spieler da im Abseits. So im Fernsehen auf Sky, wo ich das Spiel gesehen habe, da war das eindeutig, auch aus dem reinen Spiel hinaus, der Abseits war. Auch wenn du diese Kamera so ein bisschen schräg hattest. Du hast einfach gesehen, dass der im Abseits war. Da gab es für den Fernseher auch keine Diskussion. Aber der Block wurde natürlich lautstark. Direkt zu Beginn, liebe Fortuna-Fans, von euch, die im Stadion waren, die das hören, also hat man wieder eine geile Stimmung da abgerissen. Also ich bin die Saison echt überrascht, was die Fans da für Stimmung machen. Micha, kommt es auch so im Block rüber, dass es im Moment heißer ist, die Stimmung, als sonst? Ja, aber das ist halt, wenn die Mannschaft gut spielt und kämpft, dann ist natürlich die Stimmung besser, als wenn die Mannschaft irgendwie unten rumdümpelt und nichts auf die Reihe kriegt. 15 Minuten, Chance für Fortuna, nach einem Freistoß, der Van Geiselmann war der, Leyan hat ihn dann versucht, irgendwie mit der Hacke reinzukriegen. Der Jahn wurde offensiver, die haben Aktionen sich rausgespielt und auch ein paar Mal aufs Tor geschossen. Spieler, der mir vor allem so in den ersten 25 Minuten aufgefallen ist, war Benito Rahman, der hat wirklich viel Tempo gemacht, wenn er den Ball hatte. Ohne den Ball, ja, wirkte er oft mit sich nichts anzufangen. Also wenn er den Ball nicht hatte, dann wusste er nicht, wo muss er hinraumen. Soll er jetzt pressen oder soll er lieber den Raum zumachen? Micha, Benito Rahman, eine Bereicherung fürs Team oder hat er noch Schwächen, die eher defensiv sind? Ich finde, er ist eine absolute Bereicherung fürs Team. Ich würde sogar behaupten, er macht halt den Bibu-Abgang komplett vergessen. Also ich fand auch die Spiele, ich fand die Spiele bis jetzt ohne Bibu auch eigentlich gut. Also man merkt nicht, dass er weg war. Er war aber auch bei Fortuna nicht dieser Key-Player. Wenn du große Mannschaften anguckst, wie Manchester United, Barcelona, Real Madrid, die haben immer diesen einen Key-Player. Den haben wir nicht gehabt. Also er war zwar wichtig fürs Team, fürs Spiel, aber er war nicht dieser Key-Player, den du den Ball gibst und dann macht er mal eben 25 plus Saisontore. Das war Bebu nicht. Fortuna baute nun mehr Druck auf. Wir sind jetzt in der Phase zwischen 25. und 40. Minute. Fortuna baut mehr Druck auf. Man hat wirklich gemerkt, die wollen in dieser ersten Halbzeit wirklich noch ein Tor schießen. Es gab einige Chancen, leider auf beiden Seiten. Sobotka war defensiv zweimal sehr fahrlässig, also einmal rückt er zu früh raus und lässt sich so umspielen, das andere Mal versucht er nachzusetzen beim Gegner und irgendwie kriegt er dann die gelbe Karte dafür. Also das war schon ziemlich krass. Ja, 40. Minute, Rahman
vom Eck her, vom 16er Eck, eine super Chance und schießt ihn so am linken Knick vorbei. Micha, kannst du die Szene nochmal beschreiben? Du hast die ja vom Block aus gesehen. Ja, das war halt eigentlich irgendwie kommt der Ball dann zum Rahman und er zieht dann halt auch ab. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe schon gejubelt, weil ich dachte, der Ball ist drin, weil der so knapp am Pfosten vorbeigezogen ist. Aber ja, war ein super Schuss und da haben halt dann nur ein paar Zentimeter gefehlt. Also Fortuna sammelte 2 von 3 gelben Karten gesamt in der ersten Halbzeit. Das Spiel war wirklich sehr bissig, könnte man sagen. Fortuna war aber nicht kreativ genug, ließ einige Chancen aus. Man hatte zwar die besseren Chancen eigentlich, aber so wirklich nutzen konnte man die nicht. Erste Halbzeit aus deiner Sicht? Ja, ich fand, Fortuna hat sehr gut angefangen und die ersten 20 Minuten ordentlich Gas gegeben. Dann hat sich Regensburg ein bisschen besser eingestellt gegen die Fortuna und ein bisschen besser verteidigt. Und dann hat Fortuna ein bisschen die Kreativität gefehlt, um gegen Regensburg durchzukommen. Also würdest du sagen, die ersten 20 Minuten waren super und danach war nur noch Durchschnitt. Gegen die zweite Halbzeit, ich habe die ersten 5 Minuten oder so habe ich verpasst, der zweiten Halbzeit. Ich war in der Küche, habe meinen Kaffee nachgefüllt, kam dann ins Wohnzimmer und hat mein Vater gefragt, ey, wie sieht's aus mit der zweiten Halbzeit? Schon was Geiles passiert? Und er meinte, nee, der Ball fliegt nur von der einen Seite zur anderen. Also wirklich keine gute Anfangsphase. Deswegen so ein bisschen für mich in der 54. Minute aus dem Nichts, wo Kujovic wirklich zum Tor zuläuft und den Ball dann in den langen Pfosten schiebt. Micha, fandet ihr die Chance auch so aus dem Nichts? Ja, das war gefühlt eigentlich die Art Tore, die Fortuna momentan schießt. Es kommt eine Flanke rein, dann ist Kuddelmuddel im 16er und dann steht da auf einmal ein Fortuna-Spieler und drückt den Ball oder schießt den Ball dann irgendwie rein, weil der Ball dem halt vor die Füße fällt. Und genau so ein Tor war das halt jetzt von Kujovic. Ist es eine Steigerung zu dem, was er sonst geleistet hat bis jetzt? Oder würdest du sagen, okay, er stand einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Ja, ich würde sagen, er stand richtig und musste ihn dann nur über die Linie drücken. Und eine Steigerung für ihn war es, aber die Steigerung von schlecht auf ganz okay ist halt schon eine Steigerung, aber trotzdem ist es bis jetzt nicht ein Spieler, wo ich denke, der muss unbedingt in der Startelf spielen. Das vielleicht nicht, aber ich finde super, dass er jetzt Zeit bekommt, auch Einsatzzeit bekommt. Man sagt immer so schön, Fußballer müssen ihre Fragen auf dem Platz finden. Ich weiß noch nicht, wo die rumliegen sollen. Aber vielleicht hat er so Zeit, sich zu steigern, sich zu finden, vielleicht zu seiner Stärke, die man ihm nachsagt, wieder zurückzufinden. Vielleicht genauso zielstrebig zu sein wie Fortuna, das halt in der zweiten Halbzeit war. Man hat wirklich versucht, auf den Ball zu gehen, Druck auszuüben, wirklich Chancen zu kreieren, aber leider ließ man sich oft auskontern. Man hat oft Fehlpässe, will ich nicht sagen, gespielt, aber man hat Bälle in Situationen oder in Räume gespielt, die einfach besetzt waren. Micha, wie kam dir das vor? Fandest du auch, dass man zu viele Chancen zugelassen hat, zu viele einfache und zweite Bälle abgegeben hat? Es ging eigentlich, also ich hatte gegen Regensburg nie wirklich das Gefühl, dass Regensburg ein Tor schießen könnte oder ein Tor schießen würde, weil irgendwie wirkte die Defensive von Fortuna stabil genug. Da sind wir schon in der 70. Minute, Benito Rahman wird ausgewechselt, für ihn kommt John Zimmer rein. Micha, wir haben so einen kleinen Twist, was Benito Rahman angeht. Du fandest die Auswechslung unverständlich. Ja, weil als ich gesehen habe, dass John Zimmer zur Bank läuft, um sich sein Trikot anzuziehen, dass er gleich reinkommt, meinten eigentlich alle, mit denen ich im Stadion war, meinten, ja, zum Glück kommt endlich der Schauerte raus, der spielt halt scheiße, das Spiel. Und eigentlich war für alle klar, okay, Schauerte geht raus. Und dann kommt aus dem Nichts sozusagen, dass er Benito Rahman auswechselt. Wo ich mir dann dachte, das war bis dahin einfach der beste Spieler auf dem Platz, der wenigstens vorne auch ein bisschen Kreativität reingebracht hat. War dann halt wahrscheinlich für eine defensivere Variante, wurde das dann so gewählt. Fortuna spielte aber danach eigentlich nicht defensiver. Meine Erklärung dafür, dass Rahman nach 70 Minuten raus musste, ist, dass ich fand, dass der eigentlich schon nach 45, 50, 55 Minuten einfach keine Power mehr hatte. Der hat die Sprints nicht mehr zu Ende durchgezogen. Wenn er den Ball bekommen sollte, zeigt er oft zum anderen Spieler. Er wirkte auch abwesend. Vielleicht fehlt ihm dieses, wie sagt man so schön im Englischen, dieses Runner-High, diese zweite Luft. Könnte das am Training liegen? Man hört ja immer wieder, dass in Deutschland intensiver trainiert wird als in Belgien. Gehst du damit?
ich im Stadion habe ich nicht gemerkt, dass er nachgelassen hat. Ich fand den halt ja immer noch den besten Spieler auf dem Platz. Und ja, ich kenne die belgische Liga nicht so gut, um da übers Training irgendwas sagen zu können. Das Spiel hatte dann leider kein hohes Niveau mehr. Ich gehe mal eben die letzten, also ich gehe mal eben die nächsten Auswechslungen durch. Nielsen ging raus, dafür kam Hennings und dann kurz vor Ende des Spiels kam dann Lukas Schmitz, klar, defensiv nochmal eine Mauer bilden. Fortuna hat ein paar hundertprozentige Chancen liegen lassen, Micha. 1-0 ist ein schönes Ergebnis, aber mehr wäre drin gewesen. Ja, ich finde ein 1-0 war, ist eigentlich voll in Ordnung, auch wenn man die Leistung von Regensburg sieht. Es ist halt, ein 1-0 ist ein gerechter Arbeitssieg, sag ich mal. Gegen Ende hin, letzten 5-6 Minuten mit Nachspielzeit, war halt sehr vom Kampf dominiert, beide Mannschaften schenkten sich da nichts. Ich hatte so das Gefühl am Bildschirm, die Regensburger haben sich gedacht, wenn wir schon keinen Punkt mitnehmen, dann treten wir dem wenigstens auf die Füße. Fazit zum Spiel, du hast es schon anklingen lassen, für dich ein verdienter Arbeitssieg. Ja, Fortuna hat gut gekämpft, dann das Tor gemacht und dann gut verteidigt. Ich war überrascht, wie defensiv stabil die Abwehr war. Also ich hatte mir gedacht, oh, der Hoffmann ist nicht dabei. Vielleicht werden wir jetzt defensiv so ein bisschen schwimmen, ein bisschen fliegen, aber das war nicht der Fall. Ja, die Verteidigung hat ihre Arbeit souverän gemacht und stand stabil. Und da sieht man auch, dass Bormuth ein guter Verteidiger ist. Natürlich wird sich zeigen, wie das Ganze sein wird, wenn da ein bisschen mehr Druck auf ihn zukommt. Aber ich fand, dass Bormuth da ein super Spiel gemacht hat. Also das habe ich mich zugetraut. Ich habe mir erst so nach dem Spiel gedacht, weil wir machen uns immer Gedanken, wer kriegt unser Man of the Match und wer bekommt den, es war nicht sein Tagpreis. Und ich hatte, also mein Man of the Match war auf jeden Fall Nielsen, weil der hat sich mal angeboten, der war oft hinten, der hat die Bälle gut nach vorne verteilt, also der war für mich wirklich der beste Mann. Aber ich habe mir am Ende gedacht, so, ey, Bormuth war besser, als ich das erwartet habe. Ich glaube, ich würde doch sagen, dass Bormuth mein Man of the Match ist, weil der, man hat zwar nicht viel von ihm gesehen, aber defensiv war der bärenstark. Wenn ich bedenke, was für Chancen Regensburg hat liegen lassen oder nicht ausspielen konnte, würde ich mal behaupten, Bormuth ist mein Man of the Match. Podcast-Hörer wissen, ich bin ein Fan von Bormuth, deswegen freut es mich, wenn du ihm den Man of the Match gibst, und ich würde auch sagen, verdient eigentlich. So, Micha, jetzt die Frage, bist du bei deinem Man of the Match oder wer wird es? Ja, mein Man of the Match ist Benito Rahman. Ich habe mich wirklich geärgert, dass er ausgewechselt wurde, und ja, ich sag's halt immer wieder, es macht Spaß, den Rahman Fußball spielen zu sehen, was er für einen Antritt hat und wie er dribbeln kann, ist halt schön, und er hat mir in dem Spiel halt sehr gut gefallen und deswegen ist er mein Man of the Match. Wir wollen natürlich auch noch ein paar andere Spieler erwähnen, die uns positiv oder die uns positiv aufgefallen sind. Kujovic, bis jetzt lang beste Saisonleistung. Meiner Meinung nach ist immer noch Rahman, hat er super erste Hälfte gespielt, danach kam nicht mehr viel. Wolf war wieder souverän. Micha, muss sich der Rensing warm anziehen oder meinst du, wenn er in 2-3 Wochen wiederkommt, darf er sich wieder ins Tor stellen? Ja, ich bin der Meinung, Rensing muss sich schon warm anziehen, weil der Wolf ist schon nah dran, wenn nicht sogar gleich gut wie er. Zusätzlich habe ich das Gefühl, der Wolf kann besser Fußball spielen, aber ich glaube, Rensing ist halt auf der Linie noch ein paar Prozentpunkte besser. Aber es wird sich zeigen, es ist ja zum Glück ein Luxusproblem und nicht wirklich ein Problem. Ja, auf der Torhüterposition haben wir ja in den letzten Jahren immer Luxusprobleme gehabt. Ein Spieler, der wieder erstarkt ist, ist Nico Gieselmann, der wieder eine geile Leistung gezeigt hat. Im letzten Spiel gegen Fürth war er genauso wie alle anderen unterirdisch. Ist schon fast ein Kompliment, aber er zeigt wieder stark, wie viele Dribblings, viele gute lange Bälle, auch hoch dabei. Also muss ich schon sagen, gefällt mir wieder ganz gut, genauso wie Florian Neuhaus, wieder richtig ballsicher und auch wieder versucht, kreativ zu sein. Er hat sich zurückgehalten in diesem Spiel, vielleicht lag es daran, dass Nielsen auf der 10 gespielt hat und viel Leben da reingebracht hat. Micha, kommen wir zu den etwas traurigen Angelegenheiten. Es war nicht sein Tag. Du hast da jetzt Schauerte hingeschrieben eben in der Vorbesprechung. Ich fand ihn jetzt nicht schlechter als andere auch. Wie begründest du diesen Preis? Ja, ich habe mich halt
in ein paar Situationen über ihn geärgert, dass er halt statt den Ball rauszukombinieren, hat er den dann einfach rausgeschlagen oder auch mal doof einen Ball dem Gegner in die Füße gespielt. Und es war halt, Schauerte ist halt defensiv gut, aber das Aufbauspiel halt nicht so gut gemacht, wie man das diese Saison gewohnt ist von zum Beispiel Gieselmann und Eihan, die halt super ein Aufbauspiel machen, und der Schauerte kann das halt nicht. Und es ist halt, besonders jetzt in dieser Saison, fällt es halt krass auf, dass er halt nur verteidigen kann und nicht wirklich Aufbauspiel oder Offensive kann. Es gibt viele, die sagen, er gehört zu den Top 5 Verteidigern der dritten Liga, zumindest auf der rechten Seite. Ich glaube, da würdest du nicht mitgehen, da würdest du eher dich Halloween als Prinzessin verkleiden. Ja, wenn er zu den Top 5 Außenverteidiger gehört, dann ist es wahrscheinlich dann auf die Defensive bezogen und nicht auf die Offensive und auf das Aufbauspiel. Klar, auf der Offensive ist John Zimmer natürlich um einiges besser, defensiv ist er auch nicht ganz so schlecht. Eihan ist für mich eigentlich immer mehr ein defensiver Mittelfeldspieler, aber wie gesagt, der ist halt kombinations- und passsicher. Da kann man sich einiges versprechen, glaube ich, noch die Saison, was defensiv passieren kann. Micha, natürlich hat die zweite auch wieder gespielt. Ich glaube, diesmal war es ein bisschen traurig, oder? Ja, die zweite hat in Oberhausen gegen Rot-Weiß Oberhausen 3-0 verloren. Auch komplett chancenlos und verdient in der Höhe. Und war halt kein gutes Spiel, und mehr braucht man dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen. Also ich bin überrascht, dass Hashimoto kein Tor geschossen hat. Der hat irgendwie in den letzten Spielen immer getroffen. Als ich heute bei Transfermarkt.de geguckt habe, irgendwie die Hälfte seiner Tore, die du aufgeschrieben hast, irgendwie nicht zu denen durchgedrungen. Aber entwickelt sich die zweite so ein bisschen wie so eine Jojo-Mannschaft. So, mal spielst du richtig geil und gewinnst die Spiele hoch, und mal kassierst du halt in 3-0 Klatsche. Wie erklärst du dir das? Das kann halt auch das kann einerseits daran liegen, dass es halt ein junges Team ist und dass die da deswegen keine Konstanz drin haben. Und andererseits glaube ich auch, dass die zweite ist, die sind halt eine Mannschaft, die, wenn die in ein Spiel reinkommen, dann können die komplett aufdrehen und spielen dann richtig guten Fußball, aber wenn man sie halt nicht ins Spiel kommen lässt und wenn man sie halt nicht ins Spiel kommen lässt, dann können die auch ganz leicht, ganz schnell unter die Räder kommen. Und was nicht an die Räder kommen sollte, ist natürlich Folge 11 von Projekt Megafon, wo wir über das Spiel über St. Pauli reden. Kurz dazu, falls ihr die Folge zuerst hört, wir haben uns entschieden, die Folgen so ein bisschen zu stückeln, dass ihr so zwei verschiedene Hörerlebnisse habt, dass wenn ihr den Podcast nachhört oder eine Reihenfolge hören wollt, dass ihr da nicht zu viel Volumen auf einmal habt. Ich sage danke fürs Zuhören. Uns findet ihr auf Facebook, Twitter, Instagram. Immer als Projekt Megafon. Wir sind auf YouTube, auf iTunes, auf Soundcloud. Ich hoffe, Micha, ich habe nichts vergessen. Denn ich bin der Mo, der Wampendribbel auf Twitter. Heute mein Gast war der Micha, der Czerenski auf Twitter. Und wir sagen auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.